bahnbrechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Ringen, Halbfinal. Damit hat Willi Sauwal nicht gerechnet. Der Kriesere Trainer Hugo Dietsche gruppiert seine Mannschaft neu. Dass der Gabor Molnar am 5. November noch 65 Kilo im 57 Kilogramm antritt, verblüfft. Und es wäre fast schief gegangen. Der Gabor sichtlich mit Problemen. Kein Wunder, 8 Kilo weniger und der volle Leistung, das muss der Kreislauf erst verkraften. Immerhin, die Rechnung ist aufgegangen, knapp zwar, der Molnar hat sich erholt und Kriesere gewonnen. Der Hugo Dietsche zum Kampf. Gabor Molnar gegen Roger Kunz. Frage, was war da? Er ist plötzlich am Boden gelegen. Wir mussten fast Angst haben um ihn. Was war da? Er ist in Gewichtsklasse tiefer gegangen. Es war ein Test. Und vom heutigen Kampf muss man jetzt die richtigen Rückschlüsse sichern. Und dann müssen wir weiter schauen. Also was man genau körperliche Symptome? Er hat viel Gewicht gemacht und hat sich dementsprechend nicht gut gefühlt auf der Matte. Ja. Hat sich aber gleich noch erholt, auch während dem Kampf, und hat wieder für Wacker weitergekommen. 7-6, respektive 14-10 ist das Resultat. Sie haben das so erwartet? Ja, ich habe nie Angst gehabt, dass wir die 11 Punkte nicht machen. Wo wir nach 3 Kämpfen habe ich gewusst, das läuft sehr gut aus. Und ja, am Schluss, wie gesagt, haben wir uns mit 4 Punkten durchgesetzt. Gabor Molnar, Roger Kunz, 14-10. Ja, der Roger Kunz hat auch heute wieder einen ganz tollen Kampf gemacht. Für mich, muss ich sagen, war er einer von denen, wo heute ganz besonders herausgestochen ist, gegen einen ausländischen, sehr erfahrenen internationalen Ringer so eine gute Leistung abzuliefern. Das muss man mit 15 erst mal schaffen. Und man darf nicht vergessen, der Roger war zweimal knapp vor dem Schultersieg. Und so ein Schultersieg zum Anfang hätte uns sicherlich noch mal Auftrieb gegeben. Aber wie gesagt, das sollte nicht sein. Jürg Hutter gegen Stefan Reichmuth, 6-0. Ja, beim Stefan reicht es noch nicht, dass er 6 Minuten lang nach seiner Verletzung nur nach vorne ringt. Deswegen war unsere Einstellung klar, auf das 3-0 zu gehen. Das kriegt man ja bei 5 Punkte Differenz. Das hat er auch erreicht. Er hat seine taktische Vorgabe umgesetzt und bei ihm geht jetzt der Blick schon steil in Richtung U23 Europameisterschaften, wo man von Kampf zu Kampf jetzt versucht, besser zu werden und dort dann wirklich vielleicht die Medaille anzugreifen. Der Hugo Dietsche zum 6-0-Sieg von Stefan Reichmuth gegen Jürg Hutter. Ja, dort haben wir uns. Es war knapp, ganz am Schluss knapp ein Punkt dran, aber leider war ein Zeit fertig. Der Urs Wöhl gegen Timo Zeder, Schultersieg, das war ganz nach eurem Plan. Super, oder? Ja, so ein hoher Sieg war nicht eingeplant. Er hat ihn super verwünscht und konnte ihn schultern. Ein bisschen dunkel laufen beim nächsten Kampf. Urs Wöhl gegen Timo Zeder, Schulterniederlage. Ja, also wenn man natürlich hier in Willisau, mit Willisau noch an ein Wunder glauben wollte gegen Grisern, dann hätte man diesen Kampf unbedingt gewinnen müssen. Wir haben gewusst, dass der Wild taktisch ein sehr cleverer, erfahrener Mann ist und dass es so kaum möglich ist, dass wir diesen Kampf hochgewinnen, aber wir haben uns doch kleine Chance ausgerechnet, dass wir ihn gewinnen. Und dann hat natürlich der Wild mit all seiner Routine uns einen Strich durch Rechnung gemacht und hat im Prinzip in dem Kampf für Grisern das Finale eigentlich schon abgesichert. Ja, bitte. Philipp Hutter gegen Samuel Scherer, 6-2. Will ich so einen Punkt heimgeholt? Ja, ich habe jetzt den Kampf dreimal diese Saison gesehen und kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch an den Philipp. Es war bestimmt mit Abstand die beste Leistung von den 3 Kämpfen. Deswegen hat er auch zum ersten Mal gewonnen heute. Der Samuel konnte heute nicht dagegen halten, aber nicht, weil er schlechter war, sondern weil der Philipp noch deutlich stärker gewonnen hat wie sonst.
Dann nachher der Philipp Putter gegen Samuel Scherer, 6:2. Hat man das so gerechnet? Ein knapper Sieg habe ich gerechnet. Er hat viel Druck gemacht und hat also die Punkte ummünzen können. Okay. Der David Hungerbühler gegen Roger Heinigen, 2:10. Ja, er ist nicht richtig in den Kampf reingekommen. Zum Teil unentschlossen ein bisschen und dementsprechend den Punkt müssen abgeben. Da haben wir ein bisschen mehr erwartet. Ja, der Roger Heiniger hat diesmal das 65 Kilogramm viel besser weggesteckt, wie das letzte Mal, wo wir hier waren, wo er noch im Monat 3-3 unterlegen war. Er hat einen ganz tollen Kampf gezeigt, vor allem in der ersten Halbzeit mit tollen Aktionen glänzt. Eine Unachtsamkeit hat uns einen Punkt gekostet, aber in Ordnung, ich bin sehr zufrieden, weil man bei ihm auch eine konstante Entwicklung nach oben sieht. Nachher Marco, Tobias Petscher gegen Marco Riesen, glattes technische Überlegenheit 0:15. Es ist eine Augenweide, Marco zu Ringe zuzuschauen dieses Jahr. Was er an Technik zeigt, an Geschwindigkeit und vor allem an Timing, das macht einfach jedem Ringkampfsportfan Spaß und war ja nie gefährdet, ging ja knapp nur 2 Minuten der Kampf. Der Tobias Petscher gegen Marco Riesen, ein 0:15 für Willisau. Haben Sie so euch erwartet? Ja, mit dem muss man so, da muss man so erwarten. Ein internationaler gegen einen Junior. Alles klar gewesen. Marc Dietscher gegen Tobias Bartmann, 1:8. Ja, das ist eine Überraschung. Da haben wir natürlich einen Sieg gerechnet. Aber der Bartmann hat sich gut eingestellt, hat gut gerungen. Marc war nicht so gut drauf, war nicht sein Tag. Das müssen wir analysieren und dann müssen wir weiter schauen. Marco Dietsche gegen Tobias Bartmann. 0:4 in der Pause und nachher 1:8. Ja, sicherlich der spannendste Kampf des heutigen Abends, wo auch die Trainer, denke ich, am meisten Spannung gehabt haben, wie das wohl ausgehen wird. Und auch sicherlich der hochklassigste Kampf. Ich meine, der Marco Dietsche immerhin 5. Europameister bei den Junioren. Tritt hier an gegen einen von den stärksten Kadetten in der Schweiz. Und der Tobias Bartmann hat heute bewiesen, jetzt nachdem er von seiner Verletzung zurück ist, was für ein unglaublich starker Ringer er ist und wie viel Freude wir mit ihm noch haben werden und auch die ganze Schweiz in den nächsten Jahren. Hey, das ist ein grosses Versprechen, super. Der Damian Dietsche gegen Andreas Reichmuth, 8:2. Ja, das ist ein knapperes Ergebnis, als wir es zu hoffen gewagt haben. Der Andreas hat heute sicherlich auch seinen besten Kampf im Griechisch-Römischen gemacht. Also man hört es schon, ich bin eigentlich mit den Kämpfen recht zufrieden, obwohl wir verloren haben. Also müssen die anderen echt gut gewesen sein. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, der Andi hat von Anfang an sehr unbequem und aggressiv gerungen. Es war für den Damian sicherlich nicht einfach, da dagegen zu halten und sich auf seine Technik zu konzentrieren. Deswegen geht das Ergebnis so in Ordnung. Okay. Der Damian Dietsche gegen Andreas Reichmuth, 8:2. Ja, er ist ziemlich. Der Andreas Reichmuth ist aggressiv im Kampf rein. Aber Damian ist ruhig geblieben und hat seinen Kampf durchgezogen und hat seine 3 Punkte gebraucht für die Mannschaft. Der Fabio Dietsche gegen Sven Hirschi, 17:2. Also technische Überlegenheit für euch. Ja, ich hatte auch Schwierigkeiten gehabt, aber ist nicht mehr entschlossener geworden und am Schluss ein souveräner technische Überlegenheit. Der Fabio Dietsche gegen Sven Hirschi, 17:2, immerhin Punkt. Ja, auch hier haben wir einen Punkt mitgenommen, wie im Vorkampf auch schon. Nur muss man sagen, der Sven hat heute in 2-3 Aktionen ein bisschen zu leichtsinnig agiert. Das hat der André zu 3 wunderschönen Schleudern nutzen können. Und ich muss sagen, der André hat den Kampf dann auch verdient, noch 17:2 gewonnen. Obwohl auch beim Sven die sicherlich diese und letzte Woche, vor allem letzte Woche, gegen den Mann gute Ergebnisse waren. 17:17 war es dann, scheinbar spannend, aber wir haben schon gewusst, der nächste Kampf, das wird auch schwer, Kilian Anrecker, oder? Ja, also dass er gewinnt, daran wollte man eigentlich nicht glauben, aber wir haben natürlich auf ein ganz knappes Ergebnis gehofft. Leider hat Steve alle seine Routine ausgespielt und hat den Kampf auch verdient in der Höhe gewonnen. Und im Endeffekt, ja, Glückwunsch an Grison und wir werden nächste Woche um 3 und 5 angreifen. 17:17 ist gestanden. Die haben auch schon damit gerechnet, dass sie den letzten Kampf auch noch gewinnen, oder? Der Steven Graf gegen Kilian Anrecker.
Der Steven war zwar Favorit gewesen, aber man muss immer ringen zuerst, das habe ich gewusst. Aber er hat sich am Schluss klar durchgesetzt und ist okay gewesen. Hugo Dietsche gefragt nach den Chancen im Final. Hergiswil als Finalgegner, kommen Sie mit ihm zu Schlag? Was denken Sie? Das Gegner gleich stark. Da haben wir ja gesehen, das Pausenresultat steht 9-8. Wir wollen warten, wer es wird. Aber es sind beide Mannschaften gleich stark. Es gibt keinen besseren Gegner. Das Ziel ist das Final. Und jetzt wollen wir uns 100% auf uns konzentrieren. Wir haben eine starke Mannschaft, wir haben ein klares Ziel. Und wenn du Schweizer Meister wirst, musst du einfach alle gewinnen. Ganz ja, jetzt machen wir eine ganz subjektive Wertung. Schweizer Meister zu werden, wie gross sind die Chancen für Krieser? Was sagt der Trainer? 50-50. Gut, danke vielmals. 50-50 Chancen gegen Hergiswil Schweizer Meister zu werden. Es bleibt spannend. Nächsten Samstag am Abend wissen wir mehr. Was meint dazu der Johnny? Nicht verpassen, Prognose demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.